Ich erinnere mich an die ersten Jahre nach dem Konzil. Man hat eigentlich nach dieser großen, alle Kräfte zusammenfassenden Anspannung eine Zeit der Entspannung erwartet. Aber das war nicht so. Es gab große Unruhe in der Kirche, vielleicht weniger unter den Gläubigen als unter den Theologen. Ich erinnere mich an den heftigen Schlagabtausch zwischen zwei bis dahin verbrüderten Theologen, Hans Oss von Balthasar in Basel und Karl Rahner in Innsbruck, später in München und in Münster. Und da war man plötzlich unsicher und fragte sich, wenn die Größten der Theologie das Konzil so unterschiedlich auslegen, wohin geht der Weg der Kirche? Ja, das war eine spannende Zeit, denn den einen war das Konzil zu viel und den anderen zu wenig. Für den einen war es ein Aufbruchssignal, andere Ufer aufzusuchen, und die anderen haben bloß die Felsen gesehen, an dem das Schiff zerschellt. Und wir hatten damals eine Konfrontation in der Kirche, die heute ja leider Gottes wieder so ist. Gerade für mich als jemand, der dann später Theologie studieren wollte, war das dann die Frage gewesen, in welche Kirche komme ich da hinein? Aber es war bei mir mit ganz viel Hoffnung verbunden. Und ich habe das bei vielen Priestern damals erlebt, dass die mit Begeisterung dabei gewesen sind. Die oberen Semester, die Abiturienten und dann auch später im Seminar in Freising, die haben also immer ganz gebannt, also erfolgt, was passiert jetzt da eigentlich, haben sich mit den Texten auseinandergesetzt und haben gesagt, das ist eine Zukunft für die Kirche. Was da in diesen Texten drin steht, da geht die Kirche in die Moderne hinein und da macht es wieder Freude, Christ zu sein und das Evangelium zu verkünden. Ja, dass das Konzil ja nur eine große, weltweite, globale Thematik aufreißen konnte, war ja klar. Aber dass dann in den einzelnen Bistümern viele Fragen weiter diskutiert werden müssen. Und daraus folgend ist ja dann auch die deutsche Synode entstanden, nicht? Kardinal Döpfner hat ja damals versucht, dass da nicht lauter Einzelsynoden jetzt irgendwo entstehen, sondern dass eine Synode zustande kommt für die ganze Bundesrepublik. Und da sind ja die Themen, wenn man sich die anschaut, entstanden, die dann ganz praktischen Einfluss hatten, auch in die Arbeit der Bistümer. Große Themen waren dabei die Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral und all das, was wir jetzt so selbstverständlich finden, wie Erstkommunion, Vorbereitung in Gruppen, Firmenvorbereitung in Gruppen, Bußgottesdienste, gemeinschaftliche Bußgottesdienste. Das waren damals Themen, die man erarbeitet hat, und Richtlinien, wie es weitergehen kann. Ganz konkret war es, was für unsere Diözese von großer Bedeutung war, die Erarbeitung auch von Richtlinien für die Einführung der Berufe ständiger Diakon, Pastoral- und Gemeindereferentinnen. Die wurden damals auf der Grundlage des Konzils, es hat die Möglichkeit gegeben, konkret ausgeformt in der Würzburger Synode und umgesetzt ganz konkret bei uns in der Diözese. Und in Ehe und Familie, muss ich sagen, in dem Papier, die Passage über Humane Vitae und über Ehe überhaupt und Sexualität, das ist aus meiner Sicht das Beste und Offenste, was es in der katholischen Kirche gibt an offiziellen Texten. Bei Humane Vitae ist es ja so, dass man sagt, die Fragen, um die es dort geht, liegen in der Entscheidung der Eltern primär. Da soll man die kirchlichen Normen dabei berücksichtigen, aber auch nicht mehr, nicht weniger. Da hat man lange um einen Kompromiss gerungen. Ich habe selber an dem Kompromissformel gefeilt damals, um das mehrheitsfähig zu machen. Ein schweres Defizit sehe ich in der Frage der Frauen in der Kirche. Das Problem natürlich auch, das sich hier stellt, ist die Frage nach dem Diakonat. Die Diskussion ist damals schon angestoßen worden. Sie ist vor allen Dingen auf der Deutschen Synode dann verschärft gekommen. Es wurden alle möglichen Gutachten eingeholt, die sowohl positiv wie auch dann negativ waren. Aber ich sehe in dieser Frage ein Defizit, das bis heute vorhanden ist, dass die Stellung der Frau in der Kirche nicht in ihrer Bedeutung gesehen wird. Denn wenn man die Pfarreilandschaft sich ansieht,
wer dort tätig ist, wo die Aktivitäten liegen, dann ist es sehr stark bei den Frauen, die mit großem Einsatz, also sich Tag für Tag oft für die Kirche einsetzen, in Bereichen der karitativen Dienste, im Bereich der Kindergärten und wo immer also Möglichkeiten sind, im Bereich auch der Verkündigung, Kindergottesdienste mitgestalten, mitfeiern. Das Schlimmste, was geschehen kann, ist, wenn man resigniert. Man darf den Mut nicht verlieren. Und ich weise immer darauf hin, dass in der gesamten Kirchengeschichte alle Ansätze zu Neuem nicht von oben gekommen sind, sondern immer von unten. Nur wenn man unten die Hände in den Schoß legt und sagt, es ist eh nichts zu machen, dann kann man alles gleich aufgeben. Aber es lohnt sich nicht aufzugeben, es lohnt sich, sich in der Kirche zu engagieren. Und das war für mich so das Faszinierende, dass es möglich ist, solche unterschiedlichen Themen, auch emotional sehr besetzten Themen, mit Emotion, aber auch sachlich vorzutragen. Und dass man danach nicht sich spinnefeind war oder auf dem Gang im Würzburger Dom dann nicht mehr angeschaut hat, sondern man ist danach zusammengesessen, hat wieder ein Glas Wein getrunken oder hat diskutiert, hat am nächsten Tag wieder Gottesdienst gefeiert. Also es ist möglich in der Kirche, es gibt eine Kultur der Auseinandersetzung, die nicht zur Lagerbildung führen muss, sondern die ernsthaft ringt, wie kann man, der Kardinal Döpfner hat es damals so genannt, der Zeit gerecht werden, ohne den Herrn zu verraten.